Guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten zum Sportabzeichen der Erzeugung. Schönen guten Abend. Die USA erleben ein blutiges Wochenende. Innerhalb von nur 13 Stunden werden an zwei unterschiedlichen Orten insgesamt 29 Menschen erschossen. 20 alleine in der Grenzstadt zu Mexiko, El Paso. Mit einem Schnellfeuergewehr bewaffnet ging ein 21-Jähriger dort durch ein Einkaufszentrum und zielte auf Menschen mit lateinamerikanischem Hintergrund. Die Behörden ermitteln wegen eines Hassverbrechens. Viele Politiker sprechen von einer rechtsterroristischen Tat. Burkhard Wennemar berichtet. Um 22:30 am Samstagmorgen beginnt für die Menschen in der Mall von El Paso der Eintritt. Der 21-jährige Petro Cruzius betritt einen Supermarkt und schießt mit einem Sturmgewehr um sich. Menschen fliehen in Panik, versuchen den anderen Stockwerk zu erreichen. Bis zu 3000 Kunden sind zu diesem Zeitpunkt in den Supermarkt. Für viele kommt jede Hilfe zu spät. Er startet das Papa. Er ließ den Finger einfach am Auto. Vorher hatte der Täter bereits auf dem Parkplatz um sich geschossen und auch dort mehrere Menschen getötet. 6 Minuten dauert das Massaker, dann erscheint die Polizei und kann den Täter festnehmen. Er leistet keinen Widerstand. Polizisten müssen keinen einzigen Schuss abgeben. Es hätte ein Tag sein sollen, an dem Menschen entspannt schossen können. Stattdessen wurde es einer der tödlichsten Tage der Geschichte von Texas. 19 Minuten vor Beginn des Anschlags war im Internet ein Manifest veröffentlicht worden, mutmaßlich von Cruzius. Darin hieß es unter anderem: Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas. Wir stufen den Fall als inländischen Terrorismus ein, sagte Staatsanwalt Bash vor einigen Minuten. El Paso liegt genau an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Der Täter stammt aus Allen. Er war eigens 930 Kilometer nach El Paso gekommen, um dort seinen Anschlag zu verüben. In dem Manifest bezieht sich der Täter auf den rassistischen Attentäter von Christchurch, Brandon Tarrant, der Mitte März in Neuseeland 2 Moscheen angegriffen und dabei 51 Menschen getötet hat. US-Präsident Trump verurteilte die Tat per Twitter als Akt von Feigheit und schickte Gebete nach Texas. Gerade er hatte in den letzten Wochen und Monaten aber immer selbst von einer Invasion aus Mexiko gesprochen und kämpft seit seinem Amtsantritt für eine Mauer zu Mexiko. Kritiker werfen ihm vor, er habe so den Boden für solche Hassverbrechen bereitet. Und in El Paso ist unser Reporter Stefan Richter. Stefan, wie nehmen Sie die Stimmung wahr im Moment? Also über der ganzen Stadt El Paso, die fast 1 Million Einwohner hat, liegt ein großer Schleier der Trauer. Die Tat trifft die Menschen ins Mark. Ganz einfach, weil so eine Tat jetzt eben schon wieder passiert ist. Wir reden hier von der 4. Schießerei innerhalb nur einer Woche. 20 Tote, die es alleine hier gab. Und das heißt natürlich auch, dass das Leben hier in weiten Teilen stillsteht. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt und die Läden bleiben größtenteils geschlossen. Ich habe gerade eben schon gehört im Beitrag, Trump steht stark in der Kritik, er sei mitverantwortlich, behaupten sogar einige Demokraten. Wie wird das bei Ihnen diskutiert? Da in der amerikanischen Bevölkerung wird das generell sehr heftig diskutiert, ganz einfach, weil Trump ein sehr deutliches Vokabular hat. Er spricht gerade bei den Einwanderern aus Mexiko von einer Invasion, von einer Karawane von Kriminellen und er erklärt in öffentlichen Debatten die nationale Sicherheit für gefährdet. Und das ist natürlich Wasser auf den Mühlen von denjenigen, die ohnehin den Rechtspopulismus bzw. auch den Rassenhass in den USA neu aufflammen haben lassen. Dementsprechend gibt es Kritik von der amerikanischen Bevölkerung in weiten Teilen, natürlich auch von den politischen Gegnern, nämlich den Demokraten, aber auch aus den eigenen Reihen bei den Republikanern. Stefan, vielen Dank für den Moment. Wir sprechen gleich nochmal, denn nur gut 13 Stunden nach dem Attentat in El Paso kam es in Dayton im Bundesstaat Ohio zu einer weiteren Schießerei und dabei erschoss ein Mann 9 Menschen vor einer Bar und das innerhalb von nur gut einer Minute, nämlich so lange, bis ihn die Polizei erschoss. Christian Dürkmann berichtet. Ein Augenzeuge wartet in Dayton, Ohio, gerade in seinem Auto auf seine Freundin, als die Schüsse fallen. Der Schütze tötet 9 und verletzt mindestens 27 Menschen in kürzester Zeit. Dann erschießt die Polizei den Täter. Das Ganze geschieht im Stadtviertel Oregon, das für seine Nachtclubs, Bars und Kunstgalerien bekannt ist. Had not gotten to the shooter in under a minute. Wenn die Polizei nicht unter einer Minute beim Schützen gewesen wäre, hätte es hunderte Tote geben können.
Und die Frage, die klargestellt werden muss, ist, warum war Dayton die 250. Massenschießerin? 250 dieses Jahr. El Paso war 249, Dayton war 250. El Paso ist 249, Dayton ist 250 this year. Der Täter hatte dunkle, schutzsichere Schutzkleidung an und eine Waffe mit vielen zusätzlichen Patronenmagazinen benutzt. Augenzeugen berichten, dem Mann sei kurz vor der Tat der Einlass zu einer Bar verwehrt worden. Dort hätte er möglicherweise ein noch größeres Blutbad anrichten können. Bleiben wir nochmal zurück zu unserem Reporter Stefan Richter. Jetzt wird ja wieder, muss man sagen, über die freizügigen US-Waffengesetze diskutiert. Kommt da jetzt vielleicht doch eine Verschärfung? Also diese Hoffnung haben ja vor allem die Waffengegner eigentlich nach jedem Shooting, was es so gut wie wöchentlich, vielleicht sogar 2-3 Mal die Woche, wie wir jetzt hier erleben, gibt. Unterm Strich wird das aber auf jeden Fall jetzt ein großes Wahlkampfthema werden, denn nach jedem Shooting wird groß debattiert und die Hinterbliebenen der Opfer sagen, sie können nicht mehr mit Gebeten oder Hoffnungen umgehen. Sie brauchen jetzt ein Gun Control, also ein schärferes Waffengesetz. Das wird immer kurzzeitig debattiert und wahrscheinlich werden diejenigen, die jetzt große Hoffnung draufsetzen, dass es tatsächlich härtere Waffenregeln in den USA geben wird, wahrscheinlich wieder bitter enttäuscht werden. Bittere Bilanz. Stefan Richter, vielen Dank. Der Iran hat wieder einen ausländischen Öltanker gestoppt und die Crew mit